In der ehemaligen Cafeteria des Verlages Parzella hat der Nahost-Experte Giljaron einen Vortrag zur aktuellen Flüchtlingskrise und deren Entstehung vor Schülern verschiedener Gymnasien der Region gehalten. Die von der Fuldaer Zeitung ausgerichtete Veranstaltung räumte mit Vorurteilen auf und Giljaron zog die Schüler mit seinem fundierten Wissen in seinen Bann. Seit Jahren herrscht Bürgerkrieg im Prinzip in der gesamten Region dort, in Syrien. Was habt ihr vielleicht am meisten gehört? Syrien, das ist die größte humanitäre Katastrophe unseres Jahrhunderts. In Syrien lebten 20 Millionen Menschen, recht oder schlecht zusammen, bis vor 4,5 Jahren. Die Hälfte von denen sind heute Flüchtlinge. Das ist so, als würde ich mich jetzt hier hinstellen und würde sagen, ihr alle verlasst jetzt euer Haus. Und ihr könnt dahin nicht mehr zurückkehren, weil höchstwahrscheinlich, nachdem ihr es verlassen habt, wird es nicht mehr stehen. Oder ihr verlasst es, weil es nicht mehr steht. Das ist ganz kurz vor euch erklärt. Wir haben auch Glück gehabt, wir kommen gleich dran. Der Effekt des syrischen Bürgerkriegs. Im Anschluss an den hochinteressanten Vortrag konnten die Schüler selbst Fragen stellen und bekamen diese auch ausführlich beantwortet. Was ganz grundlegend ist, was diese Menschen suchen, das ist ein Ort, in dem man nicht auf sie schießt. Ich glaube, das kann jeder von uns nachvollziehen. Das Zweite, was diese Menschen suchen, und das ist auch ganz wichtig, ist ein Ort, an dem man was zu trinken und was zu essen kriegen kann.